Ja, und die Bibel sagt uns, wer solche Engel sind, die würgen und jemanden zu Tode ängstigen. In 2. Korinther Kapitel 11, Vers 14 lesen wir, dass es für Satan und seine Engel kein Problem ist, sich als Engel des Lichts zu verkleiden. Und die Muslime, die sehen das gar nicht. Denen ist das so egal. Denn stellt euch mal vor, ihr Lieben, wenn der Herr Jesus solche Offenbarung bekommen hätte oder irgendein anderer Prophet in der Bibel, ja, würde uns das nicht zu denken geben und wir würden sofort sagen, hör mal zu, hier stimmt doch etwas nicht. Wie kann denn ein Engel kommen und Propheten würgen? Aber wenn es Mohammed passiert ist, dann versucht man natürlich alles, um das irgendwie ins Lot zu bringen, weißt du? Das ist auch eine Sache, wo ich niemals mit klarkommen könnte, ne?